Schmelling, los geht's! Hinterher, die nehmt ihr sofort fest! Unerhört! Vollminieren! Und wie läuft's bei dir, Pelle? Mein ultrasensitiver, ferngesteuerter Fischdetektor lokalisiert gerade schnell die automatische Winde. Wer hätte das gedacht? Er hat was gefangen, Donnerwetter. Das ist kein Fisch. Nee, das ist... Die Galionsfigur der Königin der Arktis. Königin der Arktis. Der Walfänger, auf dem ich meine erste Fahrt zur See gemacht habe. Damals war ich noch ein strammer junger Bursche. Das war vor über 50 Jahren. Nachdem sie gesunken ist, muss die Strömung sie langsam an Land geschleppt haben. Das Schiff ist gesunken? Hat die Jungfrau dabei ihren Kopf verloren? Oh nein! Ein Wal hat ihn hier abgeschlagen. Ein Wal? Wann? Wie? Nun mach schon, erzähl uns die Geschichte. Oh ja, bitte! Heute nicht mehr. Das ist eine lange Geschichte und das wird Zeit, in die Koje zu gehen. Ihr müsst morgen früh wieder in die Schule. Du hopp dich nicht so. So spät ist es nun auch wieder nicht. Tut man lieber das, was ich sag. Alte Leute können leicht ihr Gedächtnis verlieren, wenn man ihnen widerspricht. Na gut, aber morgen werde ich auf heißen Kohlen sitzen. Wie soll ich bloß die Nacht überstehen? Ich habe eine aufregende Neuigkeit für euch, Kinder. Das Museum veranstaltet einen Wettbewerb mit dem Titel Leben am Meer. Hey, Pelle, ich rate dir zuzuhören, Renate. Es wird dich vielleicht sogar interessieren. Der erste Preis ist ein Ausflug auf diesem schönen alten Segelschiff, das vom Museumsdirektor und seinen Mitarbeitern restauriert wurde. Hey, cool. Was sollen wir dafür tun? Teilt euch auf in Gruppen zu zweit und wählt ein Thema, das in irgendeiner Weise mit dem Leben am Meer zu tun hat. Es bleibt euch überlassen, wie ihr das darstellen wollt, solange die Tatsachen stimmen. Die Präsentation wird dann von einer Expertenjury begutachtet werden. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Opas Geschichte wird sie aus den Socken hauen. Den Ausflug aufs Meer machen wir 100 pro. Und los. Tja, also, wie war das nochmal genau? Die Königin der Arktis setzte Segel und nahm Kurs aufs arktische Meer. Nee, halt, stopp, die Arktis ist ja der Nordpol. Ich schrubbte das Deck Tag ein, Tag aus. Immer in der Hoffnung, endlich mal einen richtigen Wal zu sehen. Dann sah ich, dass es ein Bienenwal war, der so laut jaulte, dass es den Felsen von Gibraltar hätte sprengen können. Aber plötzlich tauchte die Walmutter auf. Ich sag mal so 60 Meter lang, um nach dem Kleinen zu sehen. Ich hatte keine Zeit mehr nachzudenken. Die Mutter war ganz verrückt vor Sorge um ihr Lüttes. Hölle und Teufel! Das Tier ist völlig durchgedreht! Sei vorsichtig! Mach die Harpune klar! Den holen wir uns! Es war toll, die beiden so glücklich zu sehen. Hey, auch wenn das wirklich gewaltigen Ärger bedeutete. Nicht aussterben. Und jetzt haltet eure Schnurrbärte fest, denn jetzt kommt der Punkt, an dem sich die Geschichte in das unglaublichste Abenteuer verwandelt, von dem ihr je gehört habt. Dienstag!
Bowling, klar, das habe ich glatt vergessen. Ja. Morgen erzähle ich euch den Rest von der Geschichte. Nee. Tschüsschen. Du kannst doch jetzt nicht abhauen. Das finde ich nicht nett. Die Spannung hält doch keine Sau aus. Wir brauchen die Geschichte doch für die Präsentation. Im Sommer sind wir auf die Seychellen geflogen. Das Klima ist feuchter als auf den Malediven. Oh, Vera, kann ich das nächste Mal mit dir kommen? Nö. Wir müssen sofort mit der Verschmutzung aufhören, sonst wird es bald kein Leben mehr im Meer geben. Ja, hast recht. Da! Hey, Leute! Guckt euch das mal an! Eine Meerjungfrau? Darf ich vorstellen? Das ist die Galionsfigur der Königin der Arktis, einem gesunkenen Walfangschiff, auf dem Opa in die Arktis gesegelt ist. Er hat sogar ein Babywal gerettet und fiel über Bord. Und gerettet wurde er von der Mutter des Babys, einem Riesenwal. Und dieser Riesenwal hat auch den Kopf der Meerjungfrau abgeschlagen. Wirklich? Das ist doch alles absoluter Blödsinn. Dein Opa ist nichts weiter als ein Lügner. Was ist hier los? Ihr sollt doch an euren Präsentationen arbeiten. Es ist nur noch ein Tag bis zum Ende des Wettbewerbs. Diese doofe Ziege, wie kann die sowas über Opa sagen? Ach, die ist doch nur neidisch. Nur weil die noch nie was von einem Riesenwal gehört hat. Obwohl, 60 Meter halte ich selbst bei einem Riesenwal für ein bisschen heftig. Findest du nicht auch? Die Wale schmissen mich hin und her. Und dann trugen sie mich zu diesem unglaublichen walförmigen Eisberg. Walförmiger Eisberg an Steuerbord! Innen drin war das komischerweise ganz warm, obwohl alles aus Eis war. Dieser wundersame Platz war für die Wale ein sicheres Versteck vor den Walfängern. Ist ja gut, Monster, ich komm ja schon. Ich hab dich den ganzen Tag noch nicht richtig ausgeführt. Aber Monster kann warten. Nicht, Monster? Ja, so sieht das schon ganz gut aus. Das andere Ende habe ich im Mädchenklo angeschlossen. Halt das, ich gehe aufdrehen. Sieht nicht so aus, als ob da was kommt. Na, funktioniert? Dumme Frage, wonach sieht's denn aus? Na, hat der alte Spinner noch mehr Schnuss auf Lager? Das ist doch alles Seemannsgarn. Tja, also es war so, sie trugen ihn auf dem Rücken zu einem walförmigen Eisberg. Walförmiger Eisberg? Habt ihr das gehört? Oh, Blödsinn! Ich gebe zu, es klingt schon ein bisschen abwegig. Zu abwegig, um wahr zu sein? Ein böser arktischer Sturm fegte über den Ozean. Die Königin der Arktis sank. Und von der Mannschaft überlebte nur eine Hand. Und wie bist du wieder nach Haus gekommen, Opa? Per Anhalter, sozusagen. Bist du's wirklich, Albert? Wir dachten, wir hätten dich verloren. Hey, diese Geschichte habe ich bis jetzt noch niemandem erzählt. Ich hatte Angst, dass mich die Leute für einen alten Spinner halten oder so. Aber es ist doch alles wahr, jedes einzelne Wort. Oder etwa nicht? Naja, hin und wieder habe ich vielleicht ein bisschen dick aufgetragen. Oh. Ihr kennt mich ja, wenn ich erstmal in Fahrt komme. Ein böser arktischer Sturm fegt über. Renate, wieso schaltest du aus? Ehrlich gesagt, Pelle, ich glaube, Opa hat die ganze Geschichte nur erfunden. Aber wir sollten Frau Halfmann lieber rein Wein einschenken. Das müssen wir, bevor die Jury etwas merkt und wir disqualifiziert werden. Na sowas. Diese Meerjungfrau ist von der Königin der Arktis. Tja, aber woher kennt ihr die wahre Geschichte von dem Eisberg und den Walen? Die wahre Geschichte? Aber ich werde es euch erklären. Jetzt bin ich Museumsdirektor, aber vor über 50 Jahren war ich Wachposten auf der Königin der Arktis. Aber dann kennen Sie bestimmt meinen Opa. Er ist als Schiffsjunge mitgefahren. Kommt mit in den Keller. Ich möchte euch etwas zeigen. Der verlorene Kopf. Ich schenke ihn. Dankeschön. Ich danke wirklich ganz doll.
Siehst du? Opas Geschichte war doch nicht gelogen. Yippie! Und wir gewinnen den Wettbewerb. Ich bin glücklich, dass Ruder dieses stolzen Dreimasters den Gewinnern unseres Wettbewerbs übergeben ich zu können. Ich muss sagen, der Wal war eigentlich nicht ganz so riesig. Vielleicht 50 oder 55 war's Meter. War schon gut, nicht war der schlimm. Ich weiß, du würdest mich nie anlügen. Ohne deine tolle Geschichte hätten wir nie gewonnen. Komm, Opa. Ja, fast wie in alten Zeiten, ne? Oh.